فادي الشهوي عمري 12 سنة جيت من سوريا على ألمانيا على إلزا وأنا هلا حاليا ساكن بإلزا. Ich heiße Fadi Alzahui, ich bin 12 Jahre alt. Ich kam von Syrien nach Deutschland und ich wohne jetzt in Elzach. روج باش أزلي لافم عمري من 11 سالية أجي سوري هاتمة. Ich bin die Lila und ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Syrien. Eu chamo João Canedo, tenho 16 anos e moro em Elzach. Ich bin João Canedo, ich bin 16 Jahre alt und ich wohne in Elzach. Wir sind zuerst mit Mutter und Bruder mit dem Boot zum Griechenland. Das war natürlich schwierig. Viele Leute sind da gestorben. Aber Gott sei Dank, es hat geschafft. Danach haben wir gekannt, dass unser Vater in Deutschland ist und er hat uns gerufen. Deswegen könnten wir auch mit Flugzeug kommen. Ich komme aus Portugal und dort habe ich in Porto gewohnt. Ich bin seit 3 Jahren in Elzach, weil wir haben schon halt Familie hier und ja, wir haben uns bessere Wahrscheinlichkeit hier gesehen und wir sind einfach gekommen. Ich bin als erstes halt von Syrien nach Libanon gegangen und danach bin ich mit Flugzeug nach Deutschland gekommen, nach Elzach. Ich finde ein schönes Dorf und ruhig. Es gibt viele schöne Natur in Elzach. Ich bin gerne in Elzach in der Eisdiele, im Schulhof, Sportplatz, ja, auf Spielplatz und noch auf Schwimmbad. Ist halt eine kleine Stadt, so ein Dorf und es ist chillig und Leute sind nett. Elzach ist geil. Ich komme ja her und fotografiere die Natur, weil das ist mein Hobby. Und manchmal gehe ich in die Stadt, treffe die Leute und dann machen wir was zusammen. Ich spiele Basketball, ich chill mit Freunden, manchmal Fußball, wir machen Sport, wir reden, wir sind manchmal auf Schulhof, Stadt, Ladhof, so. Ich spiele gerne Fußball, ich gehe gern schwimmen und ich mag noch Fahrradfahren. Wir sind immer bei unserer Kultur geblieben. Zum Beispiel wir essen wie kurdische Essen und so. Wir reden unsere Sprache. Ja, wir reden die ganze Zeit Portugiesisch, weil meine Eltern können kein Deutsch. Wir sprechen halt Syrisch, für das Essen auch Syrisch. Wir beten und so wie Muslime. Wir sind bei unserer Religion geblieben. Ich bin in Syrien geboren, aber ich bin Christ. Weil in Syrien gibt es auch christliche Menschen. Ja, und ich habe hier auch in Deutschland, in Elzach, das Kommunion gemacht. Ich finde Elzach, ich fühle, es ist nicht genau wie Heimat. Aber es wird auch wie Heimat sein, weil wir leben unsere Kindheit hier. Also nein, Elzach ist noch nicht meine Heimat, weil ich habe ja mein ganzes Leben in Portugal gewohnt. Ich habe halt dort meine Freundin, meine Kindheit, alles, meine Familie. Elzach ist meine Heimat, weil ich hier ganz viele Sachen machen kann und weil das schön und geil ist. Wir haben das kennengelernt, dass hier die Leute im Elzach sehr nett sind und ich finde immer die Leute, die im Dorf leben, die helfen sich einander, die sind in schwierigen Zeiten für uns da und die helfen uns viel. Elzach kann noch vielleicht meine Heimat sein, wenn ich meine Familie habe, so eine Frau und Kinder und so, dann wird ja meine Heimat sein, weil meine Familie hier wird. Wenn ich vielleicht
irgendwann weg bin von Elsach, dann vermisse ich Elsach. Ich glaube, nächstes Jahr würde ich nicht hier sein wegen meiner Ausbildung. Und ich würde aber natürlich ja hier besuchen, meine Familie und das schöne Dorf.